das Wartespiel beginnt aufs Neue. Hallo, ich bin Luis Makole mit einer Presseschau. Die Federal Reserve beließ kurzfristige Zinssätze zwischen 0 und 1/4% unverändert. Aus den Bedenken, dass weltwirtschaftliche Entwicklungen die Wirtschaftstätigkeit in den USA zurückhalten und Inflation unter weiteren Abwärtsdruck setzen könnten. FED-Vorsitzende Janet Yellen stellte fest, angesichts der Entwicklungen, die wir gesehen haben und der Auswirkungen auf die Finanzmärkte, möchten wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, um die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten bewerten zu können. Die aktuelle Stimmung um den US-Immobilienmarkt ist positiv, das Geschäftsvertrauen ist hoch und die Arbeitslosigkeit kriecht nach unten, was impliziert, dass die Inflation endlich mal zunehmen wird. Frau Yellen betonte, dass Geldpolitiker eine Zinserhöhung vor dem Jahresende erwarten. Einige Analysten wurden durch die Tatlosigkeit der Fed enttäuscht, während andere der US-Notenbank Recht geben. Mark Zandi, Chefökonom bei Moody's Analytics, sagte, das größte Risiko ist, dass sie jetzt viel zu lange warten, dann nachholen spielen müssen, indem die Zinsen sehr aggressiv erhöhen werden und das Wirtschaftswachstum untergraben. US-Börsen sind nach der Fed-Ankündigung eingebrochen. Dow Jones Industrial Average schloss 0,4% niedriger. S&P sank um 5 Punkte auf 1.990. Der Dollarindex fiel um 1,02% und zweijährige Anleihen verbuchten den größten täglichen Rückgang seit Dezember 2010. Die europäischen Börsen eröffneten Freitagmorgen niedriger. FTSE Eurofirst 300 Index sank um 0,90%. Nach einer gemischten asiatischen Session Japans Nikkei 2025 fiel um 2% auf der erneuten Stärke des Yens, während die Shanghai Composite um 0,6% stieg. Auf Wiedersehen.